Hallo und herzlich willkommen zur Starladder Amateurliga in der Gruppe EY zwischen Gods und EWTL. Jetzt doch noch, waren eigentlich drei Spiele geplant, aber die ersten wollten keine Spectators und da gab es ein bisschen fragwürdige oder fragliche Dinge mit der Spectator-Regel. Das dritte Game wird wohl Deathwind für die Gods, von daher ist das hier das einzige Spiel, der ist Part 2 quasi. Der Starladder Experience der Gods, der ich hier versuche, so ein bisschen up to date zu bleiben und zu folgen. Easy way to live gegen Gods Alpha somit. Und wir sind im Draft, wie man hier so schön ist, erkennen kann. Tatsächlich mein erster Cast im 6.82. Bin ich auch sehr gespannt. Und ja, 6.82, man sieht Terrorblade Buns. Aber trotzdem immer noch Lycan und Death Prophet als Buns, obwohl doch das Push-Meter so ein bisschen weniger sein sollte. Da gab es zwar immer noch hier ein paar Teams, die einfach das alte Meta gespielt haben und damit noch relativ gut durchkamen, so wie ich gehört habe. Aber auch schon viele Teams gesehen, die sehr viel experimentiert haben. Wir haben Terrorblade schon gesehen, der sich so, glaube ich, semi-gut gehalten hatte. Wir haben Legion Commander gesehen auf Seite von Fnatic, die, glaube ich, nicht so toll damit zurecht. Und wir haben gestern halt natürlich bei EG auch schon irgendwie Spirit Breakers und Zeus und Patch gesehen, was zwar auch nicht so gut funktioniert hatte, tatsächlich. Und ja, die eher die anderen alten Strategien funktioniert hatten. Aber, naja, bin mal gespannt, wie das dann hier in der Hinsicht ist, ob halt eins von beiden Teams 6.82 Heroes verwenden will, den neuen Patch ausprobieren will, irgendwelche coolen neuen Strategien machen oder ob sie halt doch lieber mit dem gehen, was sie kennen und die Strategien vielleicht ein bisschen in der Hinsicht anpassen an Dinge, die halt jetzt gar nicht mehr funktionieren. Was nicht so viele sind, aber wenn man jemand eine Phantom Lancer Strategie hätte oder eine Bloodseeker Strategie, würde das hier in dem Patch vielleicht nicht so gut im Captain's Mode funktionieren. Da die Helden natürlich gebannt wurden. Wir haben Centaur Warrunner First Pick, der jetzt im neuen Patch nicht verändert wurde, außer dass Stampede 30 Mana teurer wurde. Würde ich jetzt mal als nicht sonderlich aussagekräftig sehen. Aber nichtsdestotrotz für EWTL ein First Pick für die Gods. Auch eher älteres Meta, Viper und Batrider. So ich das weit, wurde die Viper gar nicht verändert und Batrider wurde nur ein bisschen Lasso länger gemacht, also längerer Cooldown. Und direkt der Counterpick mit Vengeful Spirit, die tatsächlich mit einer größeren Range vom Swap und dem der Wave of Terror, die jetzt Damage macht, um Blinkdaggers und Uhren zu unterbrechen, doch einen ja, respektablen ja, Buff bekommen hat. Würde ich so mal sagen. Somit, ja, haben Gods ein sehr starkes Lineup und Easy Way to Live haben auf jeden Fall ein sehr starkes, also zwei sehr starke Helden, wo sie den Lineup drauf aufbauen können. Gods haben ihre zwei Cores so ziemlich gezeigt. Viper und Batrider, damit kann man gut arbeiten. Aber das ist halt auch schon so ein bisschen Karten auf dem Tisch. Einen fetten Core und Batrider versucht da Leute reinzubekommen. Pickoffs und dann ab auf den Tower. So, würde ich das jetzt mal charakterisieren. Easy Way to Live, to Leave haben auch sehr viel Pickoffs, aber haben noch nicht wirklich gezeigt, also haben noch keinen Core von ihrem Lineup so wirklich präsentiert. Mit Lion Lich Bans scheint es auf die Laning-Phase hinauszulaufen anhand der Bans. Bei den Gods Mirana und Drow. Ja. Haben halt hier gesehen, okay, mit dem Aura könnte man vielleicht was machen und ja, Mirana ist stark. Und Drow wäre halt immer noch ein Visage Drow-Kombo, würde hier noch immer noch relativ gut reinpassen. Auch gegen Batrider sind Visage Birds eine der besseren Gelegenheiten, einen Batrider aufzuspüren. Vielleicht hier ein bisschen vorausgedacht mit Draw Ranger und Visage. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand anderes außer Cloud9 spielt. Wir werden es wohl nie erfahren. Gods haben hier den dritten Pick. Die Pick-Phase wurde ja ein bisschen... Nee, wurde nicht. Ah, wait. Nee. Nevermind. Ich dachte, da gab es einen... Eine Änderung im Pick und Ban bei Captain's Mode? Habe ich verkackt? Irgendwie schon. Aber okay.
okay. Ich dachte, es wäre jetzt 1, 2, 2. Hm, na gut. Anyway, wir warten, bis Gods irgendwas pickt. Wofür sie noch ein bisschen Zeit haben. Also, wie ihr gesehen habt, Treant Protector ist hier der Pick. Könnte sich mit dem Batrider relativ gut zusammen vertragen, als Scout. Ist hier die Frage, ob es hier, ob sie auf einen Argus gehen wollen. Natürlich ist das Arganim stark mit dem neuen Patch. Ihr habt halt einen 800 oder 900 AOE prinzipiell Ward, der an einem Tower steht und das Overgrowth an Damage macht. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, da halt wirklich drauf zu gehen, besonders mit einem Tree, der doch relativ schwierig Farmen bekommt. Er freut sich halt über seine Mana Boots und danach halt, ja, zwei Blinks. Also, ich glaube, könnte schwierig werden, dann Argus drauf zu bekommen, aber auch ansonsten relativ gut Early Game und vielleicht mit dem Bachelor zusammen auch ein sehr guter Scout. Und Ogre Magier für EWTL. Ja, ein bisschen random Chance rein. Ist interessant, ja. Wurde probiert. Und soweit ich das weiß, hauptsächlich probiert in der Sache mit Bloodlust und fette Carries. Sowas wie ein Lone Druid beispielsweise. Da bin ich gespannt, ob sie hier gehen oder ob sie einfach sagen, halt von großen Stun und RNG und. Keine Ahnung. Wir haben irgendjemanden, der RNGs heißt. Nope. Erstmal vom Namen her nicht. Aber. Kann ja durchaus sein, dass sie irgendwie so einen Luck-God haben oder sowas. Der dann relativ gut mit so, ja, Random-Chance-Heroes klarkommt. Void ist raus, das könnte also Master of Backtracks, kenne ich da auch einen. Das kann natürlich sein. Aber ansonsten halt auch sehr, sehr Stun-basiert. Drei Stun-Heroes. Was durchaus ein stabiles Lineup ist, muss man halt schon sagen. Gods haben viel Slow und mit dem Witch Doctor und dem Batrider auch jetzt doch dementsprechend ein bisschen Stun und Positional Control. Aber natürlich nicht in dem Weg, wie sie halt wirklich wie EWTL haben. Also potenziell 3, 4 Stuns, den Swap und halt Slow mit Stampede, mit dem Fire-Gedöns, Ignite und so weiter und so fort. Von daher da doch wesentlich mehr. Aber auch EWTL lassen sich jetzt ein bisschen Zeit. Und müssen halt jetzt ihren 1 von 2 Cores picken. Sowohl die Mitte, als auch die Carry-Position ist noch frei. Es könnte sowas wie ein Gyrocopter sein, der in letzter Zeit so ein bisschen gerne gespielt wird. Also gehen erstmal mit dem Pack in der Mitte. Durchaus potent gegen die Heroes. Hat sehr viele Möglichkeiten, den Death Ward abzubrechen. Und hat auch viele Möglichkeiten, den Batrider zu scouten. Außerdem, ja, einer der besseren Helden, um eine Batrider-Initiation zu überleben. Und generell irgendwie evasive zu bleiben. Train Protector Ulti, Viper Ulti, kann man ziemlich viel dodgen. Von daher, eine ziemlich gute Wahl. Doom wird als letztes gebannt, der doch sehr viel Nerf bekommen hat. Mit weniger Damage of Doom und einigen anderen Dingen. Die ich jetzt nicht weiß, deshalb sage ich einige andere Dinge, weil bestimmt noch andere sind, aber ich bin mir nicht so sicher. Wäre. Ja. Auf Batrider, auf Witch Doctor wäre es durchaus eine sinnvolle Sache gewesen. Carry Doom. Nicht sicher. Aber, ja. Hätte man machen können, bestimmt. Gods brauchen auch noch einen Carry. Da wäre die Luna die Idee gewesen, Gyrocopter ist noch drin, Chaos Knight oder Sven oder sowas könnte man hier durchaus picken. Oder ein Legion Commander natürlich auch. Wobei Legion Commander, wie es scheint, eher eine Kopie von Batrider zu sein. Im Prinzip auf das Ulti. Und damit nicht sicher, ob das stark genug und fett genug ist, um halt als Core zu sein. Andererseits hat man dafür die Viper mit einem frühen Mech.
und relativ viel Damage doch von der Viper, vom Treant auch und vom Witch Doctor Ulti. Könnte man vielleicht mit Legion Commander gehen. Dass halt Duel angemacht wird und dann schnell einen Hero downgeburst bekommt. Ist halt sehr Pick-off-oriented, jetzt schon. Und halt die Frage, ob sie da noch weiter hinausgehen wollen. Gyrocopter, Legion Commander könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber Legion Commander ist vielleicht auch ein bisschen overhyped. Aber ich weiß nicht, was die Gods sonst noch gesehen hatte. Chaos Knight kann sein, dachte ich aber nicht. Aber mir wird es wahrscheinlich gleich in spätestens 30 Sekunden wieder einfallen. Ja, aber für beide Seiten habe ich halt irgendwo sie den Gyro im Kopf, der relativ gut wäre. Auch gegen Batrider ist ein Gyro mit einer Rocket, also mit einer geskillten Rocket als Harris, doch relativ stark, weil es ja doch nicht gedodged werden kann. Und Spectre wird hier gepickt. Stimmt, ich glaube, der war auch einer der Helden, die irgendwie in diesem Patch richtig fett sind. Das letzte, was ich davon gesehen habe, war Fnatic, die ihn genutzt hatten und dann doch sehr aktiv waren. Mit, ja, Drums, Vanguard, Radiance. Also dann ein Fighting-Build und hat fast jeden Teamfight reingehauntet hat. Hat gut funktioniert. Ist halt jetzt die Frage, ob sie das halt hiermit auch machen können. Mit einem schnellen Batrider haben sie da eventuell die Chance, schnell das ganze Ding umzudrehen. Stimmt, die Katze lebt, ja. Ich hätte meinen Stream schön Schrödingers Stream genannt, weil, ja, irgendwie war man nicht sicher, ob überhaupt was von diesen drei Spielen zusammenkommt. Aber jetzt ist da, von daher... So, und Weaver als letzter Pick. Ups, das ging aber schnell. Und jeder hat gepickt und upsala. Das, normalerweise gibt es ja eine Minute Wartezeit inzwischen. Schön zu sehen. Damit geht's jetzt dann auch los. Das ist an. Wir haben auf der Seite von Gods haben wir Best Player RU und Ibik, die zusammen das Support-Duo von Treant Protector und Witch Doctor machen. Am Spectre, der von Synetic gespielt wird. E in der Mitte auf dem Viper. Auf der Viper. Und zu guter Letzt Drag to Hell auf dem Batrider auf der Offlane. Auf der Seite von EWTL haben wir das gesamte Team, was erstmal in den Radiant Jungle smoked. Und zumindest auf die Trailline treffen wird, die aber doch, glaube ich, nicht in den Dschungel gehen und vielleicht okay sein könnten. Wir haben Edge of Darkness auf dem Offlane Center Warrunner, wie es scheint. Oder Aggressive Trailing, wie man sieht. Follow auf dem Ogre Magier. 701 auf dem Pack, in der Mitte wohl. Einen kyrillischen Namen auf der Vengeful Spirit. Und SQZ auf dem Weaver, der das Ganze wohl carryen wird. Ja, Weaver ist ein relativ guter Pick. Ging halt eben ein bisschen schnell, konnte ich das Ganze drüber reden. Aber haben relativ wenig Stun. Muss man einfach sehen. Wir haben Batrider. Und ein Witch Doctor mit einmal Bouncen. So, okay. Das heißt, wenn die Lincolns da ist, ist es halt hauptsächlich das Lasso. Und das heißt, es muss halt vorher ein Force-Staff gemacht werden und die Mobility ist weg und so. Das ist schon ein sehr, sehr guter Pick. Muss man dazu sagen. Und es wird eine Aggressive Trailing von Easy Way to Leave. Mensch fürs Bild, Ogre und einen Centaur. Doch relativ mächtig. Natürlich Weaver Solo gegen Batrider sollte Weaver relativ viel Spaß haben. Und jetzt wurde es gesehen, dass es hier ein Akro-Try ist. Centaur könnte halt den Vorteil hier erfassen. Doppelstun ist hier drin. Und Witch Doctor ist halb tot. Und mit dem Stun sollte es ein easy First Blood sein. First Blood für Follow auf dem Ogre. Jetzt müssen sie allerdings weglaufen. Also allerdings, nein. Gods muss sich jetzt hier zurückziehen. Haben da doch ein bisschen länger gewartet. Aber doch gar kein Damage gemacht. Die Initiation war super von Easy Way to Leave. Denn der Witch Doctor ist... Meistens wird er mit Heal gespielt und ist damit eine relativ starke Kraft auf so einer Trilane versus Trilane-Situation. Aber hier wurde er vorne gecatcht, hat auch nur die Cast gebounced und konnte es deshalb nicht halt einfach verhindern, dass die beiden anderen gestorben werden. Wenn wir hier mal Spectre und Tree angucken,
Das Ganze mit dem Heal. Die sollten relativ schwierig zu töten sein. Für der Toplane muss Bedwetter schon Firefly anmachen. Und ja, Weaver hat dann doch ist relativ weit vorne, aber Pack ist relativ low und sollte hier down gehen. Ja, konnte die erste Attack noch dodgen. Ist dann aber gegen die Viper gestorben. Auch relativ schwierig. Und jetzt haben wir hier tatsächlich einen Weaver, der dann doch die Healing-Serve trinken musste. Und nicht gesehen wurden. Bedwetter hatte hier die Möglichkeit, ein bisschen Sticky Napalm in der Mitte zu machen und dann ein bisschen zu scouten. Aber hat wohl nichts gefunden. Und ein Spectre wird relativ low. Werde ich mal hier unten bleiben. Weil hier scheint es so zu werden, als ob es demnächst mehr Dinge passieren. Wurde keine. Ja, besonders hier die Venge kann mit der Wave of Terror hier eventuell Lucky eine Healing Serve abbrechen. Worauf sie wahrscheinlich auch gehofft hatte. Das ist die tolle Sache, die man jetzt machen kann. Auf die Last Sets. Centaur hat doch wesentlich mehr Farm hier auf der Lane als der Spectre. Muss man gucken, ob sich das ändert. Wir sehen hier auch schon, die Supports sind relativ aggressiv. Ogre ist jetzt auch da. Wir haben jetzt auch mit Level 2 richtig viel Stunlock, wie man sieht. Wir können den Spectre komplett stunlocken und killen. Das wird relativ schwierig für die Lane, besonders weil Trient noch auf Level 1 ist. Noch keine Living Armor. Um den Spectre in der Situation zu retten. Und auch noch kein Heal. Die kommen halt jetzt aus. Wird so langsam soweit kommen. Aber ja, ist halt die Frage, ob die Living Armor dann sitzt und verhindert, dass hier Schlimmeres passiert. Das Camp ist geblockt, allerdings auf dem Magic Bush. Oh, nicht auf dem Magic Bush tatsächlich. Ist ein bisschen weiter unten. Gibt ein bisschen weniger Vision. Dafür blockt es aber das eine Camp. Und zwar an der Stelle, die ja meistens mit dem Magic Bush geblockt wird hier oben. Und somit nicht so einfach zu sehen ist, wie wenn hier das Camp geblockt wird, weil dann wäre relativ klar, wo der Ward ist, nämlich hier. Aber Sentry Wards sind vorhanden, aber werden wohl nicht benutzt. Also sie haben auch keine Ahnung, wo sie waren, von daher. Hier zwei Sentries auf gut Glück und muss man sich halt überlegen. Boah, Double Damage für einen Pack, der hier eventuell dann gegen die Viper doch einen Vorteil bekommen könnte. Bedwetter kriegt eine Bounty-Rune, immerhin. Nimmt auch die Bottle, die jetzt im neuen Patch auf der Offlane doch wesentlich besser geworden ist. Dadurch, dass man Bounty-Runen relativ viel Bottle-Charges doch wiederbekommt. Besonders mit dem Bedwetter, der mal schnell hingehen kann, zurückgehen kann. Auch mit Early Boots. Relativ gut daran kommt. Last Hits Weaver gegen Bedwetter. Zeigst du ziemlich, wie es aussieht. Weaver farmt und Bedwetter kriegt ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Farm als sonst auf der Offlane. Oh, wir gehen hier auf den Witch Doctor unterm Tower. Haben aber, glaube ich, einen Damage. Ah, und Double Edge reicht. Allerdings könnten sie einen Return Kill auf Vengeful Spirit nehmen. Kann er nicht weit genug nach draußen gehen, ohne halt direkt sich im Stunlock zu befinden. Und der nächste Stunlock. Das sollte aber an Damage nicht reichen. Ja, Stick Charges. Und Centaur ist ein bisschen zu lang geblieben. Spectre kriegt den Kill hier auf den Centaur. Das ist relativ viel wert. Jetzt können sie chasen hier. Ogre-Magier, ein Stun. Dagger ist aber nicht auf Cooldown, von daher konnten sie da nicht ran. Haben hier schon Mana Boots auf dem Ogre, der dementsprechend die ganze Zeit da sein kann. Aber jetzt kein Mana mehr. Somit 2 zu 3 für EWTL. Die Trilane, ja, haben sie jetzt halt ein bisschen overextended, aber generell haben sie die doch schon relativ gut im Kasten. Tree, ja, setzt sich jetzt zum Stacken hier hin. Hat auch mit der Living Armor zurzeit in dieser Situation mehr Sinn, wenn er im Dschungel ist und wenn er irgendwo von außerhalb ist, wo er immerhin irgendwas tut. Wie jetzt in dem Sinne Stacken. Denn die Living Armor ist halt so, sollte eigentlich den Spectre am Leben halten. Wenn Wishjöcke gegolt wird, ist er halt tot. Man muss halt auf sein Positioning achten. Aber der Rest könnte die Runen contesten, was er aber leider gerade irgendwie nicht tut. Obwohl sie die Rune sehen. Oh, und EWTL kommen zu ihm. Sie haben die, ja, versucht doch hier irgendwie den Stack rauszubekommen, aber mit dem Pack, der da ist, Dreamcoil. Easy, relativ kill, aber auch drei Leute in den Dschungel rotiert. Für einen Tree. Muss man sehen, ob es das wert ist, aber Spectre konnte in der Zeit nicht an die Lane gehen. Obwohl die Supports die ganze Zeit im Wald waren. Und somit war das auf jeden Fall super für EWTL.
haben sie einen Kill bekommen und haben auf der Lane, wo sie hätten sowieso nichts gemacht, nichts verloren. Eine weitere Bounty-Rune für den Batrider, der jetzt wieder volles Leben ist, hat ein Lasso. Wird vielleicht versuchen, das auf den Pack zu machen. Jetzt gerade ist natürlich schlecht. In der Haste. Vielleicht geht er auch einfach nur in den Dschungel. Hatte Ben 1 Ding. Und Witch Doctor war da so weit vorne. Wurde gecatcht und schon wieder geholt. Ist natürlich auch schneller tot, als man gucken kann. Ist natürlich auch immer so eine Sache ist. Okay, ja, Batrider scheint komplett in den Wald sich verzogen zu haben. Hat auch hier relativ respektable Stacks. Und Tree. Vielleicht holt er hier sein Level 3. Macht sein Nature's Geist an. Und verzieht sich einfach daneben. Kann natürlich auch sein. Ist relativ teuer. Oder glaube ich ein bisschen genervt in Sachen, dass es teurer wurde. Aber ja. Wäre vielleicht eine gute Idee hier gewesen. Also, oder ist vielleicht eine gute Idee auf Level 3 einfach nicht das Geist zu skillen, sich neben den Weaver zu stellen und sagen, hey, immerhin ein bisschen was. Kann auch immer noch Living Armor machen. Und EWTL hoffen, glaube ich, auf den Batrider. Werden ihn immer nicht finden und werden deshalb gucken, dass sie die Viper bekommen, die aber allerdings schon riecht, dass hier irgendwas im Gange ist. Haben die Support Rotations gesehen. Und ja. Weiß wohl, dass sie von unten kommen, dementsprechend trotzdem noch die obere Rune geholt. Eine Bounty-Rune immerhin. Und jetzt nichts mehr für Level 8 Viper. Die Invis-Rune wäre tatsächlich besser gewesen dafür. Hätte sogar Höllente einen Kill auf den Pack bekommen können. Unten wird jetzt wieder ein Go gemacht. Witch Doctor, erster Stun, zweiter Stun, aber Living Armor verhindert jeden Damage. Das ist so die Power. Aber die Frage ist halt auch, ob sie da. Also. Living Armor ist gut, die Frage ist halt, ob es halt immer so eindeutig ist. Kann halt relativ schnell runtergeburnt werden. So. Pack es jetzt hier mit der Invis-Rune, die man eben gesehen hat. Hat jetzt einen Silence und Dreamcoil nur auf einen. Kriegen sie den Witch Doctor. Das war die Rotation, würde ich sagen, nicht wert. 2 zu 6 natürlich schon. Aber Witch Doctor ist jetzt kaum mehr das Gold wert, was sie da finden. Ist gestunt und das sollte ein Kill werden, ja. Ist noch gerade so ein Kill. Kam nur in diesen einen Baum hier rein. 2 Bäume weiter wäre das Ganze schon lange anders gewesen. Das wiederum hier ist es jetzt so langsam wert. Und sie kriegen sogar einen Tower hier. Was auch fast noch mehr wert ist. Glyphe? Glyphe? Ja. Noch ein bisschen Damage drauf zu machen. Aber Buck kriegt ihr den Lasted. Ist dementsprechend schon knapp 400, 500 Gold vom Blinkdinge weg. Aber Mecker auf Seite von Gods. Batrider, höchster Farmer. Natürlich im Jungle. Muss man dazu sagen, viele kleine Creeps dabei. Und Viper danach. Also vom Farm-Spectre extrem weit hinten. Und egal was ich hier sage, der Punkt ist, EWTL hat einen Midgame-Lineup. Von daher ist der Farm-Unterschied, dass Spectre wenig Farm hat, tatsächlich relativ relevant. Könnte sowieso nicht so stark im Midgame jetzt mithalten. Aber es sorgt zumindest dafür, dass sie quasi ein längeres Midgame haben dadurch. Und wesentlich mehr Snowborn und besser sind. Batrider hatte einen Blink. Oh, das könnte huge. Oh, naja, okay. Lassen wir das. Das ist doch ein bisschen viel. Wurde hier sogar von allem gefunden, während er nichts war. Und könnte hier. Das war beinahe ein Leck von mir. Findet ihr den Pack? Die Frage ist, ob er hier rauskommt. Oh, Firefly ist zu Ende. Das tut ein Batrider. Centaur geht down. Haben den Witch Doctor schon down gepackt. Oh, Mecha rettet gerade so den Tree, der sich hier irgendwas macht. Und das sollte zumindest einen Kill auf den Spectre bekommen. Kriegt der Spectre auch mal Kills? Nee. Hat sogar noch Besorgerwurf fallen gelassen. Aber das lief doch besser, als ich hätte erwartet hatte für Gods hier. Verlieren zwei Helden, aber kriegen dafür drei. Besonders wichtig, der Weaver und der Cent. Der hier die größten Snowball-Heroes sind. Und der Rest ist auch schon relativ low. Mit Pack wäre es sehr knapp. Dann war der Batrider ein bisschen zu weit vorne und wurde gecatcht. Hat aber doch noch sehr viel Damage gemacht und hat zumindest dafür gesorgt, dass der Pack sich komplett auf ihn konzentriert. Und hat damit seinen Job so halb erfüllt, nämlich einen Hero raushalten. Centaur könnte jetzt hier aber mit einer schönen Cast hat der Witch-Doktor hier gerettet.
Und sogar der Zent muss jetzt hier aufpassen. Doch relativ viele Creeps da. Witch Doktor. Okay, sollte nicht wegkommen. Das ist doch richtig viel Burst. Viele Leute. Ups, pack. Ich weiß nicht, ob er da sein will. Es ist doch ein bisschen viel Damage, was da rauskommt vom Tower. Spectre kriegt hier den Space. Könnte eventuell Power Jets sich leisten oder auf den Vanguard gehen. Glyphe raus. Aber man sieht hier, EWTL will den Top Tower pushen. Sonst sollte Spectre noch, genug Zeit haben, hier an den Tower zu gehen. Und ich glaube nicht, dass Gods hier irgendwas dagegen tun können, dass ihnen hier der Power eingepusht wird. Batrider ist nicht ready. Hat Blink Dagger versucht jetzt ein bisschen auf den Force Staff zu kommen. Aber dafür lassen sie den Tower hier fallen. Ist natürlich ein bisschen bitter mit dem Tree, der die Tower heilen könnte. Andererseits, was sollen sie tun? Versucht ihn allein zu machen. Aber ist nicht drin. Hat hier, ja, Hälfte Damage auf dem Bottom Tier 1 Tower der Spectre bekommen. Aber hat auch sehr viel Space, hat jetzt die Power Jets und farmt weiter zu seinem Vergnügen hin. Mal schauen, Smoke von EWTL wollen auf jeden Fall jetzt hier machen, dafür, dass sie alle oben, alle fünf oben waren. Die Frage ist, wen finden sie hier? Lassen ein paar Aggressive Wards zurück. Gut, so aggressiv ist der jetzt hier auch nicht, aber hey. Und versuchen halt auf jeden Fall den Spectre zu dealen. Könnten auf den Batrider treffen, der jetzt relativ... Ups, das war ein nicht so toller Blink. Aber Center Warrunner komplett dran, weil man das Firefly da ist. Und relativ viel Damage. Auch der Ogre ist doch relativ low gerade. Kann auch das TP erbrechen von der Viper. Aber die können jetzt turnen. Ich glaube, jetzt ist der ganze Damage weg. Lasso auf den Puck, kriegen sie den. 2:0 bisher für die Gods. Sehr, sehr gut. Centaur ist hier, könnte ein Blink Flame Break, könnte eventuell... Ah, okay. Ist, glaube ich, weg. Käme man hinterher, aber sorgen lieber dafür, dass sie die Vengeful bekommen. Haben hier... Holen sie eher die sicheren Kills. Und können eventuell den T2 pushen, aber eigentlich nicht. Da kommen schon Rotations von Ogre, um dagegen zu halten. Bisher haben wir noch nicht so viel die Map gesehen. Also, klar, wir haben jetzt hier ein bisschen Engagements hier gesehen. Aber bisher ist hier noch nichts passiert. Mal schauen, ob sich das ändert. Aber spätestens, wenn der T1 unten gepusht wird, was sie jetzt tun, aber jetzt vielleicht ein bisschen zu spät ist, denn alle von EWTL sind wieder da. Guck mal, wie viel Witch Doctor hier auf der Top-Lane pushen kann. Die Antwort ist nichts. Okay, Grafenweise. Sieht das so aus. XP, es sind Gods, doch 6000 im Vorsprung. Das brachte ich ein bisschen mit den Kills. Aber sie haben den Spectre ein bisschen alleine gelassen und Easy Way to Leave braucht doch, muss viel Group Up haben, um hier die Kontrolle zu benutzen. Und Gold haben jetzt auch die Gods wieder vorne, weil sie doch ein paar gute Teamfights hatten. Spectre hat jetzt hier, ja, Puck wurde, glaube ich, gesehen. Muss jetzt hier gucken, dass sie... Dreamcoil ist da und einfach TP raus. Ist sinnvoll, ich glaube, wäre auch so weggekommen. Aber für 100 Gold für ein TP ist auch nicht die Welt. Was viel, das Problem wahrscheinlich mehr ist, dass er jetzt hier hinlaufen muss. Andererseits, der T1 ist schon wieder weg, von daher erstmal in der Mitte deffen. Centaurus Farm hat ein bisschen nachgelassen. 43 Last jetzt dafür, dass er am Anfang Freeform hatte. Aber, naja, nach dem Blink Dagger ist es halt so ein. Lass mal Go machen. Oh, ne, Invis Rune auf dem Badger, das ist... Das sollte ein Easy Kill werden hier. Holen sie sich den Ogre. Ja, holen sie sich hier den Ogre. Sollten vielleicht, ja, Firefly jetzt anmachen. Und tatsächlich, ist gerade so genug Damage hier. Haben doch noch einen erstaunlichen... Ja, einen erstaunlichen... HP-Vorteil einfach. Ogre ist halt durchaus fett. Aber gut, vielleicht war es auch so teilweise, dass Batrider von hier aus in die Richtung gelassert hat, anstatt umgekehrt, dann wäre es mit dem Team ein bisschen einfacher gewesen. Jetzt muss Spectre aufpassen, wenn sie die Tierchen hier bekommen. Stun ist da, der erste. Haunt ist da, aber... Okay, hat er oben... Hat er Illus gefunden? Nee. Ich glaube, er hat gerade so den Pack gefunden, bevor er geblinkt ist.
und kommt hier mit einem, ja, nur für den Preis von einem Haunt, also von 100 Sekunden Cooldown, raus. Dafür, dass es eine Rotation von, ja, vier Leuten war, war das tatsächlich richtig gut für die Gods gelaufen. Die jetzt auch die beiden Top-Farmer auf dem Feld haben. Und dafür, dass es am Anfang 2:6 stand, jetzt für das Mid-Game, wo Easy Way to Leave doch definitiv das scarier Lineup haben, relativ gut wegkommen. Würde ich es so charakterisieren. Der Mid-Game-Lineup, alle Blinks sind online. Sie haben gerade doch alle Initiation online und haben sie auch sehr oft benutzt. Und dafür haben sie doch sehr wenige Kills. Sie haben quasi eigentlich nur ein Tier 1 oben bekommen, dafür, dass sie halt schnell reinkommen. Allerdings, 5-Man-Push auf die Mitte könnte sich jetzt hier ändern. Witch Doctor TP't rein, hat aber doch, hat ein Death Ward. Daher könnte es hier definitiv sinnvoll sein. Und ja, das steht gut, aber wird hier unterbrochen. Allerdings für quasi einen kompletten Centaur. Also der Trade war relativ gut, kriegen hier den Centaur. Dafür den Death Ward, weil er für den Death Ward reinlaufen musste. Puxer, oh, 200 Damage. Na gut. Kriegen ja auch noch den Puck, der nicht mehr rechtzeitig wegkam. Somit 0:4 der Trade für Gods. Ja, klar, Batrider und Viper sind absolut nicht schlechte Mid-Game-Fighter. Dazu den Death Ward. Will ich jetzt doch nicht so kleinreden, wie das so aussieht, wenn ich sage, dass Easy Way to Leave ein richtig gutes Mid-Game-Lineup hat. Aber doch, dafür kommen sie irgendwie nicht so richtig hin. Sind zwar irgendwie da drin, aber Ogre-Magier wird irgendwie immer gecatcht und beginnt in die Fights so, wie sie es eigentlich nicht wollen. Angenehmes Zepter für Viper fertig. Kann sie auch direkt benutzen. Aber ich glaube nicht, dass er da nochmal rauskommt. Mecha ist jetzt ready. Und Invis. Dust ist nicht vorhanden. Somit kommt die Viper tatsächlich hier weg. Sollte allerdings vielleicht nicht so aggressiv dann bleiben, aber sie sieht hier den Cent und hofft vielleicht, dass er alleine wiederkommt. Allerdings wäre es dann auch ein Trade gewesen, weil sie dann nicht mehr so rauskommt. Aber niemand gestorben. Dafür, dass die Viper von irgendwie 4 Leuten verfolgt wurde. Ein sehr schönes Resultat hier für die Gods. Hauptsächlich wegen dem Tree, wegen dem Safe. Schön gemacht, definitiv. Wir gucken uns die Items an von Gods, während wir rechts Rosch im Auge halten, keine Ahnung. Witch Doctor auf dem Weg zum Arcanim, Spectre auf dem Weg zum Diffu. Viper hatte ja erst fertig und wird wahrscheinlich danach zu einem BKB gehen. Vielleicht wäre das umgekehrt doch besser gewesen hier. Frühes BKB gegen die Stunts, aber das Viper-Ulti ist doch sehr, sehr mächtig gegen diese teilweise sehr squishy, aber sehr mobilen Helden wie den Puck. Wo doch das Viper-Ulti extrem viel dazu tut, die Mobility auszuhebeln. Dream Protector geht tatsächlich auf das Agas. Nicht so sicher. Er kriegt es jetzt hier wohl in einer relativ guten Zeit. Noch 500 Gold, bis Agas fertig ist, aber auch ansonsten nichts. Und ob es das wirklich wert ist, bin ich mir absolut nicht sicher. Hier oben, Spectre hat sein Horn benutzt, um zum Batrider zu kommen, der ein Lasso bereit hatte. Somit schönes Global Lineup genutzt. Hat doch hier schon BOTs und Forstaff ready. Batrider, ja, 120 Last Hits, top of the board. Nicht umsonst. Viper wird hier wieder gegoat, hat allerdings noch den Mecha fertig. Was er immer nicht benutzt hat. Aber jetzt hier benutzen. Und in dem Sinne auch gar nicht benutzen muss. Jetzt benutzt uns 3:0 der Trade bisher. Ogre-Magier ist wieder hier alleine, wird hier gefunden. Versucht sich zu die Engines hinein. Und schafft es tatsächlich. Schön gemacht hier. Relativ knapp. Aber ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Gods hatten hier die Chance zu warten. Und die ersten Hits von den Engines dann zu timen, sodass es passt, aber hatten auch nicht gedacht, dass es da tatsächlich in die Engines reinpasst. Somit 17:10 von 8:10. Oder, also wo ich das letzte Mal geguckt hatte, von 8:10 jetzt hier. Dafür die letzten Kills. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6:10 stand es. Und jetzt steht 17:10. Also, der XP-Kraft zeigt es schon. Richtig großer Vorteil hier für die Gods. Und kriegen auch alles totgebürstet mit dem Lasso, was sie da haben. Schöner Forstaff und könnte dafür sorgen, dass der Witch Doctor wegkommt, aber ich glaube nicht. Das Heal hält an,
Living Ammo ist da, aber nicht so richtig. Das Problem ist nur eher, dass eventuell richtig viel Damage von dem vom Firefly bekommen. Und sogar Weaver jetzt halt raus muss. Ja, Batrider. Uff, schöner Faustdev kommt weg mit 36 HP. Jetzt ist Streen drin. Ich weiß nicht, Gods gehen gerade eins am anderen rein. Vielleicht ist nicht die beste Version, aber so langsam. EWTL werden langsam low. Jetzt haben sie das dabei. Kriegen den Tweet-Hot. Der das Agas, glaube ich, fertig hatte. Jupp, Agas ist tatsächlich für den Tweet fertig. Aber 1:2 hier der Trade. EWTL haben 2 Kills bekommen jetzt hier. Haben wahrscheinlich relativ große Streaks bekommen. Haben einen Tweet bekommen, der keine. Ja, gut, okay. Hatten keinen Held mit einer großen Streak bekommen. Aber müssen overextenden von Gods. Müssen sie gucken, ob sie da vielleicht jetzt so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Spectre, 2100 Gold. Ich glaube, mit dem Defo wird das kein Radiance mehr. Wäre hier durchaus nicht das Schlechteste, weil dann niemand mehr blinken kann. Aber wahrscheinlich doch eher. Puh. Was ist danach? Auf jeden Fall irgendwas mit Ultimate Orb. Scuddy, eventuell. Vielleicht ist es ein bisschen früh. Oder noch was mit mehr Armor und mehr Leben. Vielleicht ein Blade Mail hier, was ich auch schon auf Spectres gesehen habe. Aber wir werden sehen. 2200 Gold. Batrider geht auf Oils. Speed, Speed, Speed. Durchaus ein sehr sinnvolles Item. Dream Protector wird hier gefunden. Versucht unbedingt. Das ist jetzt raus. Hat jetzt hier sein Ulti gecastet. Die Frage ist, ob es das wert ist. Macht jetzt hier ein bisschen Damage. Horn kommt. Oh, der überlebt das immer noch. Richtig viel Tank. Wird hier aber tot gemacht. Tot gemacht, ja. Vom Flameburst. Oder Fireblast vom Ogre. Die doch relativ viel Damage haben. Und jetzt ist es allerdings soweit, dass EWTL da ein bisschen zu lange gebraucht haben. Und ein Spectre da reinhortet. 3:1. Triple Kill für den Spectre. Was ist denn hier los? Das ist zumindest jetzt der Spectre. Jetzt ist er online. Und wie man sehen kann. Schöne Fight Recap. Viel genutzt von Gods. Aber ja, alles benutzt und viele Kills bekommen. XP Change. Damage dann. Gold Change. Ja, 800 Gold dafür. Muss erst mal reinkommen. Ist auch kein Tool, was man sonst mal zur Verfügung hatte. Okay, muss ich noch erst ein bisschen lernen, welche Informationen da mal schnell raus benutzen kann. Die Ultis sind, glaube ich, oben gewesen, aber. Nun gut, erstmal versucht EWTL hier ranzukommen. Aber Oils ist vorhanden, Forceps ist vorhanden. Nicht möglich. Außerdem sieht hier der Batrider, dass er. Erstens, dass er ein paar mehr dahinter sind und zweitens, dass seine Teammates gerade nicht ready sind. Von daher geht er hier nicht rein. Treant. Hat hier eine relativ gute Position gefunden für sein Ulti. Für sein Aghanims Ulti. Allerdings, ja, sind jetzt da ready. Hound ist, glaube ich, nicht. Nee, Hound ist noch nicht ready. Braucht noch ein bisschen, 40 Sekunden. Gehen sie hier zu zweit rein? Ist die Frage, ob das so sinnvoll ist. Oh, schön evaded. Batrider kommt noch gerade so weg. Und ja, nichts weiteres passiert. Reaver kommt gerade so weg. Witch Doctor Ulti auch benutzt ins Nichts. Ja, irgendwie ist es so ein bisschen gerade, versuchen unbedingt mit zwei Leuten da reinzukommen ohne Spectre Haunt und gehen dann hier auch langsam down. Werfen mal eins nach dem anderen hin. Jetzt finden sie auch noch den Schwein, der gesilenced ist und so, dass ich nicht wieder Invis machen kann. Werfen hier doch 2 Kills weg. Sollten sich eher dazu besinnen, zu fünft was zu tun. Da doch das ist so eine riesige Bubble. Vom Crimson Guard. Okay, anscheinend ist die Flying ein bisschen größer. Oder ist auf dem, je nachdem wie das Heldenmodel ist, anscheinend von der Size her. Aber ja, sollten sich auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass sie, wenn sie Pickoffs machen, auf jeden Fall einen Spectre machen, der gerade der Core ist und geht auf einen Radiance hier. 26 Minuten Radiance ist tatsächlich nicht so schlecht. Und wie gesagt, könnte durch die ganzen vielen Blink-Daggers hier richtig sinnvoll werden. Und mit solchen Pickoffs, die ja doch mit einem Batrider relativ einfach sind, ohne Hound zu benutzen, ja,
Sind das Easy Pickoffs und wird das Spectre auch immer fetter? Hat jetzt fast sein Radiance fertig. Weaver geht auf BKB first, was ja gegen den ganzen Damage vielleicht doch sinnvoll ist, aber dadurch hat er halt die Linkens, die dann das Lasso abbrechen könnte. Ja, jetzt sind sie zu fünft und gucken. Redrider guckt, ob er den Re-Engage bekommt, hat noch Cooldown auf Lasso, aber Oil Scepter könnte hier reichen, um jemanden zu finden. Weaver ist da, aber noch kein Gem, was sie vielleicht demnächst kaufen sollten. So ein Gem auf dem Batrider ist durchaus sehr mächtig. Es finden jetzt hier nicht so viel. Observer Wards sind zwei vorhanden, aber erstmal für die Gods zum Pushen des T2 Bottom Towers nicht relevant. Könnten eventuell einen Ogre finden? Ja, finden tatsächlich einen Ogre dadurch, dass der so weit vorne ist. Haben doch relativ viele gefunden hier. Das trifft tatsächlich alle. Und Triple Multicast erstmal auf den Tweet. Crimson Guard benutzt, haben hier den Pack gefunden. Allerdings ist gerade keiner da, um Damage zu machen. Gehen jetzt hier rein. Overgrowth auf 3. Schön gemacht. Spectre Haunt ist da. Und jetzt Let It Rip. Death Ward macht den Damage. Und keine Unterbrechung da. Wird allerdings jetzt vom Ogre vielleicht ein bisschen totgeprügelt. Ach, reicht nicht ganz. Teamwipe für Easy Way to Leave. Es war aber beileibe kein Easy Way gerade, wie die Gods Easy Way to Leave gebracht hatten. Aber Coin jetzt das GG. Überragend gespielt für den Gods und ist hier zurückgebracht. Schöne Spectre-Benutzung, aber haben auch dem Spectre ein bisschen zu viel Zeit gegeben, da doch Fettbieter zu werden, dafür, dass sie am Anfang doch richtig schön den Down gehalten hatten. Und haben jetzt ein bisschen hier die Rechnung bekommen. Fetter Spectre, 8-2 und 2 nur am Anfang mal gestorben. Dementsprechend eine 8er Streak dann am Ende. Richtig gut gespielt hier von Synetic und schön von den Gods gemacht, dass sie auch das Lineup dafür haben, Pickoffs mit dem Batrider, mit Witch Doctors und mit dem Spectre zu machen. Das Treant Ulti, Treant Agas Ulti war hier ein bisschen ernüchternd, aber ja, mit dem Batrider hat man, glaube ich, genug Vision, dass man das nicht braucht. Aber sie haben es hier versucht, um es zu benutzen, und die Living Armor war halt hauptsächlich das Zyklon in der Waage, was hier den Gods den Sieg beschert hat, durch die tankigen Helden eben. Gut, das war das Stellar der Spiel. Ich glaube, jetzt gibt es einen Defin. Egal, ich lasse den Stream hier laufen und wenn es keinen Defin gibt, sieht man sich im nächsten Spiel der Stellar Amateurliga in der Gruppe EY. Ich weiß, es ist ein Dota. Es ist so ein Dota. Und ja, bis dann. Tschüss.